Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Minecraft Sky Factory. So, als allererstes Mal, bevor wir mit Harvester und Planter anfangen, ist mir noch eine andere Sache in den Kopf gekommen. Und zwar folgendes, ich möchte gerne die Werkzeuge mit einem Upgrade versehen. Vor allen Dingen jetzt in dem Fall die Iron Hatchet und zwar nicht mit irgendeinem Upgrade, sondern insbesondere dem Upgrade Auto Repair, damit sich das Teil selber eben, ja, repariert. Hat man geguckt, was man dafür braucht. Dafür braucht man einen Ball of Moss. Den stellen wir her mit neuen Moss Stone oder Mossy Stone etc. So, und die ihrerseits findet man ja eigentlich nur so in Dungeons, also bei Mob-Spawnern eben. Die kann man hier auch craften mit Essence of Nature. Aber das ist dann über den Magical Crops Weg, den wollte ich so erstmal nicht gehen. Man kann das auch machen mit einem Wassereimer, Cobblestone und Wheat. Ich hoffe nur, dass der Wassereimer danach dann leer ist und nicht weg ist. Also das wäre doch irgendwie sehr ärgerlich. Wheat haben wir jedenfalls genügend. Einmal Wasser kriegen wir auch ohne Probleme hin. Und das dritte war einfach ja normaler Cobblestone. Wenn das also so easy klappt, wie ich mir das vorstelle, dann kommen wir da gerade problemlos dran. Kommen entsprechend problemlos an den Ball of Moss dran. Heißt das so, ne? Ball of Moss, genau. Ja, der Eimer ist dann leer, perfekt. Oh ja, ist natürlich ein bisschen nervig, wenn das hier immer rausfällt. Deswegen werde ich das einmal gerade da rein tun. Da bleiben die Sachen ja drin. Und dann immer nur einen Eimer Wasser da rausholen gerade. So. Genau, denn dann repariert sich die Axt selber und wir brauchen da auch nicht immer neues Eisen reinstecken und vor allen Dingen auch nicht überhaupt, was wollte ich jetzt sagen? Gott, ja, wir brauchen einfach nicht immer neues Eisen reinstecken. Ist halt eine super Sache, wenn das halt so von alleine läuft. Spricht ja erstmal nichts gegen, also das ist ja ganz in Ordnung, denn. Ansonsten, ich habe eben noch einmal die Bücher durchgeguckt, vor allen Dingen insbesondere Teil 1 und 2 von dem Materials and You bei Tinker's Construct. In Teil 1 stand eigentlich nichts Interessantes mehr, das hatten wir quasi alles abgearbeitet. Aber in Teil 2 habe ich dann noch eine Liste von den ganzen Stats gefunden, von den ganzen Sachen. Da werde ich jetzt erst noch kurz ein bisschen genauer drauf eingehen, also wen das interessiert, für den dürfte das gleich genau das Richtige sein. Auch Dingens, eins fehlt noch, ach ärgerlich. Ein Weizen und dann brauchen wir noch einmal einen Eimer Wasser. Ich dachte 8, aber anscheinend 9. Okay. So. Genau, jetzt haben wir die 9. Jetzt kann ich das hier. So, und dann haben wir einen Ball of Moss, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann kann ich jetzt die Axt hier reintun. Den Ball of Moss und dann hat das Teil. Genau, Auto Repair. Zack. So, jetzt ist es der eine Upgrade-Slot, der drauf war, ist jetzt weg. Man kann wohl auch irgendwie das erweitern, ich glaube mit Nether Stars und so. Naja, weiß ich jetzt im Detail alles noch nicht so. Hat jedenfalls, wenn wir jetzt einmal gucken, gerade derzeit 79 Haltbarkeit. Jetzt sind es schon 80, ne? Also braucht man kein Eisen mehr nachtun. Ist also schon eine super Sache. Gut, hier stehen dann einmal die Modifier drin. Also erst einmal, was welche Waffe genau macht und so ein Zeug. Aber da will ich jetzt nicht zu sehr im Detail drauf eingehen. Für mich waren die Modifier noch einmal interessant. Holz also insgesamt irgendwie schlecht, Stein auch nicht so richtig gut in irgendwas. Eisen schon so ein ganz guter Allrounder, kann man eigentlich sagen. Flint dann schon wieder schlechter. Kaktus glaube ich auch in so ziemlich allem irgendwie schlechter. Bone war auch so ziemlich überall schlechter. Was hier ganz gut war bei Obsidian, das hat einen höheren Mining Speed. 6,5 statt 6 ist aber mehr so Feintuning. Aber ein sehr hohes Mining Level und zwar von 6, während Eisen nur 3 hat. Damit können wir also viel härtere Erze weghauen, sowas wie Adit, das ist glaube ich im Nether oder so ein Zeug, oder das kann man irgendwie hier zusammenschmelzen oder irgendwie sowas. In der Hinsicht also schon mal besser, aber alles andere eben schlechter. Dann haben wir hier Alumid, das ist sehr viel mehr haltbarer, ist dadurch, hat einen höheren Modifier und hat einen sehr hohen Mining Speed etc. Also das ist schon ziemliches High-End-Zeug. Netherrack insgesamt dann auch wieder schlechter. Blue Slime hat unglaublich hohe Durability und einen hohen Handle Modifier, aber einen sehr geringen Rest. Also ich glaube, sowas könnte man sehr gut nehmen hier als Tool Rod, aber den Kopf dann eben aus was anderem machen. So den Kopf aus Alumid oder sowas und hier die Stange aus Slime Tool oder sowas. Also irgendwie so in die Richtung geht das. Hier ist das Ganze nochmal aber ein bisschen schwächer, wobei halt hier zum Beispiel Handle Modifier höher ist er. Ich glaube, wenn man nur den Stick nimmt, dann wirkt ja nur der Handle Modifier ein. Wäre also das hier vielleicht sogar besser. Und ja, das war. Nee, hier war irgendwie erst was dazwischen. Okay, aus irgendeinem Grund. Dann geht es weiter mit Kobalt. Kobalt ist, glaube ich, das allerbeste insgesamt. Also hat eine sehr hohe Durability und vor allem den allerhöchsten Mining Speed. Hier ist dann Adit. Hatten wir Adit nicht schon? Ne, es war Alumid und hier ist dann jetzt nochmal Adit. Okay. Also auch spitze.
Wir sehen also, da haben wir noch so ein bisschen was vor uns. Das hier ist irgendwie auch ziemlich gut so, aber es scheint doch tatsächlich Kobalt so das Nonplusultra zu sein, würde ich jetzt mal behaupten. Weil halt im Endeffekt natürlich der Mining Speed am interessantesten ist, wenn man da irgendwie ganz viele Upgrades drauf hat und dann Auto Repair hat, dann braucht man sich ja keine Sorgen drum machen, dass da irgendwie man die Erze immer wieder investieren muss. Von daher Kobalt ist, glaube ich, ziemlich schwer abzubauen und ist, glaube ich, so im Nether kommt das so manchmal vor, wenn auch sehr selten. Aber gut, das war nur ein kurzer Einblick darauf. Jetzt wollte ich natürlich eigentlich Dingens bauen, Harvester und Planter. Allerdings, wenn wir hier erst einmal gucken, Upgrade Existing Tinker's Tool with Metal Part haben wir gemacht. Und jetzt Update your Monster Farm to kill Monsters automatically. Und dann sind wir in dem Zeitalter durch. Aus diesem Grund würde ich ganz gerne jetzt erst den Grinder bauen. Der haut Mobs von alleine weg. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht schon mal kennt oder schon mal kennengelernt habt. Vielleicht aus dem Mime Feed the Beast Let's Play oder aus einem der Let's Plays. Oder sonst vielleicht einfach so schon selber mal gemacht habt oder wo gesehen habt. Der haut im Prinzip Mobs, die vor ihm stehen, einfach weg. So, die Plastic Sheets dafür haben wir auch schon. Wir brauchen drei. Ich tue das vierte dann noch einmal zur Seite. Dann. Oh, wir brauchen mehr, ne? Weil für die Factory Machine Block brauchen wir nochmal drei. Okay, dann muss ich einmal gerade noch gucken, wie wir die gemacht haben. Das war irgendwie aus Plastik und dafür konnten wir das einfach so einschmelzen. Dafür einfach Rubber einschmelzen. Perfekt, da weiß ich genau, wie wir das hinkriegen. Im Grunde einfach das da rein. So. Okay, dann brauchte man für den unteren Teil nur drei Cleanstones, waren es aber, ne? Nicht irgendwelche Steine, sondern okay, Cleanstones. Aber es ist auch kein Problem. Machen wir auch gleich da drin fertig. Wir brauchen aber ein Goldschwert. Ein Stick dafür haben wir. Wir müssen gerade mal gucken, ob wir an zwei Gold-Dingens drankommen. Zwei Gold-Ingots, aber das kriegen wir eigentlich auch problemlos hin. Wir packen einfach das erst zusammenfassen. So, und dann da rein tun. Und dann holen wir uns hier die Ingot-Form. Also, ihr seht, das ist eigentlich ganz schön so mit dem Erze verdoppeln, aber es ist natürlich nervig, hier immer die Form und erst da rein tun und dann erst warten und so. Also, ist nichts für auf Dauer, aber jetzt für den Anfang ist das schon mal echt spitze, damit mal eben so die Erze zu verdoppeln. Da kann man im Moment nicht meckern. So, wie weit ist das? Jeden Moment fertig. Na komm, 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 komm. So, dann haben wir Nummer 1 und noch einen zweiten. Ah, perfekt, okay. Dann kriegen wir das Goldschwert gecraftet. Schwupp. Und haben hier die Cleanstones jeden Moment fertig. Und dann fehlt uns noch ein Buch und ein Piston. Für den Piston fehlt uns ein Redstone und Eisen haben wir hier. Steine und ein paar Holzbretter haben wir auch. So, nee, ich glaube, das war andersrum und dann waren da Steine und ich glaube, ich krieg's auf die Reihe, ne? Ja, tatsächlich, sehr schön. Dann können wir den Block machen. Ich hoffe, ihr kommt gerade mit dem Crafting mit. Ich bin gerade etwas energized, so von dem Energy Drink. und da kriegen wir sogar gleich drei, das ist ja perfekt. Und dann, das Goldschwert haben wir, das haben wir, das haben wir. Fehlt das Buch noch? Oder ein Buch, Leder und Papier. Oh Gott, da habe ich nicht so richtig drüber nachgedacht, muss ich zugeben. Wir haben ja gar keine Sugarcanes. Wir kommen ja gar nicht an Papier dran. An Leder kommen wir noch dran. Da hinten stehen ja so ein paar Kühe. Gerade mal gucken, ob eigentlich Dingens fertig wieder ist. Zack, ja, ein bisschen was ist fertig geworden. Dann können wir die Kühe nämlich auch mal ein bisschen füttern. So, vor allen Dingen ist auch hier noch sechs Seeds. Dann werden wir einmal gerade das hier unten auch ein bisschen noch erweitern. Und zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Okay, perfekt. Gut, was wollte ich jetzt? Die restlichen Seeds können da rein. Die Kühe können wir einmal gerade füttern gehen. Oh, die eine steht irgendwie außerhalb. Eine Fluid-Cow. Ist das auch eine Fluid-Cow? Das sind alles Fluid-Cows. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch normal breeden. Könnt ihr normal breeden? Macht's mal einfach. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Okay, also an Leder kämen wir dran, aber an Papier käme ich ja gar nicht dran. Ich komme ja gar nicht an ein Buch dran. Ein Papier. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Sawdust. Ein Wassereimer und Sägestaub. Da komme ich vielleicht dran an. Da komme ich ran, wenn ich. Oh, Holz in den. Oh, perfekt. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem, Freunde. Dann tun wir doch einfach mal zwei davon da rein. Dauert jetzt eine Sekunde. Hat er gerade genug? Oh ja, er hat gerade sogar genug. Ja. So, da kriegen wir Sägestaub. Der landet jetzt wahrscheinlich hier unten in dem Hopper. Genau, vier Stück brauchen wir davon. Einen Vorgang müsst ihr gleich noch hinkriegen. Dauert jetzt ein bisschen, weil halt dieser Generator so super langsam ist. Das würde ich dann auch
sehr kurzfristig demnächst mal machen. Aber dann kriegen wir den Sägestaub und den können wir mit einem Eimer Wasser auch zu Papier oder zu einem Buch direkt machen. Moment, war es jetzt zu Papier oder zu einem Buch? Das müssen wir ja direkt nochmal hier ausprobieren. Oh, das ist ja perfekt, wie wir das einfach umgangen sind, das System. So, da kriegen wir, ach, zwei Papier. Ja gut, dann müssen wir das Ganze natürlich nochmal machen. Denn wir brauchen ja vier Papier. Also drei Papier, genau genommen, für ein Buch. Und das eine Leder brauchen wir. Leder haben wir hier nicht schon zufällig. Dann müssen wir tatsächlich gerade einmal Mobs schlachten gehen. Was macht hier wie viel Schaden? 4, 4, 6, 4. Okay, die Axt macht immerhin 6. Ist doch schon mal in Ordnung. Du stehst eigentlich am doofsten so. Kriege ich dich da irgendwie gerettet? Das am Weghauen. So, so. Und wenn ich jetzt hier mal dich so ein bisschen da wegschubse und jetzt zack. Hat das Leder gebracht? Nein, Raw Beef hat's gebracht. Aber die Kühe vermehren sich leider auch nicht, was ja ein bisschen schade ist. Hat das Leder gebracht? Oh, jetzt hat zwei Leder. Oh, haben sich doch vermehrt. Jetzt waren es ja gerade drei. Und also eben waren es fünf und vorher waren es vier. Also ich glaube doch. Vielleicht eben noch nicht gesehen. Okay, also Leder habe ich und das hier hat bestimmt jetzt schon ein bisschen Sägestaub gemacht. Perfekt, dann kann da Cobblestone wieder rein. Und dann nehmen wir den Staub da raus. Holen uns hier nochmal Wasser. Oh, ich bin gerade richtig hier am Ackern, ey. Richtig auf dem Trip. Geht richtig gut voran. So, und das kam dann so, 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 so. Und jetzt kriegen wir, glaube ich, das Teil gecraftet, ne? Oder fehlt uns noch irgendwas? Oh, hier wird das Rezept gar nicht angezeigt in so einer Crafting Station, sehe ich gerade. Ist jetzt auch nicht Weltuntergang, aber dachte, ich würde gehen. So, und da haben wir auch den Grinder. Sehr schön, cool. Aber so können wir den natürlich noch nicht so richtig gut verwenden, denn der killt Mobs nur in einem 3x3-Feld vor sich. Also ich stelle den schon mal hier so in die Richtung hin. Da müssen wir also sowieso noch ein bisschen rumbauen. Ich würde sagen, das machen wir aber dann nächstes Mal. Ich lege mich einmal gerade pennen. Und dann können wir ja schon mal uns die Rezepte für, obwohl ich überlege gerade. Nee, als allererstes, bevor ich irgendwas anderes noch groß mache, will ich hier statt der Survivalist, statt dem Survivalist Generator einen anderen Generator haben. Und zwar einen vernünftigen, den Furnace Generator. Also es gibt von dem Survivalist Generator bessere Versionen. Ne? Also es gibt hier so 8er Zusammenfassungen. Die da, ne? Also 8 davon plus was extra kriegt man hier das 8-fache und dann nochmal das Ganze kriegt man das 64-fache. Aber insgesamt macht dieses Teil schon viel weniger Strom als der direkte Nachbar, der Furnace Generator. Der ist nur einfach eine Ecke teurer, ne? Ihr seht das hier, da haben wir einen Eisenblock dann in der Mitte und mehr Eisen da oben auch. Macht aber viel mehr Energie und da gibt es genauso die 8er und 64er Versionen von. Also schon mal so ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit, ne? Schon mal Richtung Endgame, ist das jetzt erstmal gerade das Ziel. Eine Furnace habe ich hier schon rumfliegen. Zwei Redstone sind ja schnell zusammengefummelt. Und dann fehlen jetzt aber noch 1, 2, 3, 4, 5 und ein Block Iron. Das ist ein bisschen, da hapert es wahrscheinlich so ein bisschen. Warte, einmal schauen. Also hier, das sind natürlich perfekt schon mal der eine Block. Jetzt fehlen noch 5 Eisen. Hier haben wir Crushed Iron Ore, Broken Iron Ore. Iron Ore Dust haben wir hier 3 Stück nur. Das reicht ja insgesamt so nicht. Man kann die untereinander, glaube ich, nicht kombinieren, ne? Dass ich jetzt irgendwie hier sowas zusammenfasse. Nee, okay, schade, weil dann kriegen wir jetzt so effektiv nur ein Eisen hin, leider, beziehungsweise hier 2. Wir bräuchten jetzt aber 5. Das kriegen wir also in dieser Folge nicht mehr zu Ende. Oder kann ich mit den Iron Bars noch was machen? Dass ich die quasi wieder zu Ingots mache oder so. Gerade mal schauen. Wenn ich die wieder einschmelze oder so, aber nee, sieht nicht danach aus, leider nicht. Gut, ja, aber dann haben wir den Anfang dafür schon mal. Ich denke, der Rest ist dann auch eigentlich klar, was ich hier vorhabe. Da sollen halt noch mehr Eisen geschmolzen werden. Dann gieße ich mir dann ein paar Ingots raus und kann dann direkt hier den Furnace Generator bauen. Kann sein, dass ich den in der nächsten Folge da dann auch schon stehen habe. Denn für mich war das jetzt auch erstmal wieder die letzte Folge erstmal. Jetzt gönne ich euch mal wieder ein paar Folgen zum Nachholen, damit ich dann überhaupt auf eure Kommentare wieder eingehen kann. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Nö, wir sind ja noch gar nicht am Ende der Folge. Huch, bin ein bisschen vertan zeitlich. Mensch. Dann, was machen wir denn dann jetzt noch? Mensch, Mensch, Mensch. Habe ich mich ja völlig verhaspelt. Also erstmal werde ich hier mal ein bisschen Platz noch machen, denn zack, zack. Der da frisst natürlich Holz. Ja, der frisst jetzt nicht besonders viel Holz, ist halt noch die ziemliche Kindervariante davon. Der da wird dann etwas besser gehen. Und die größeren Brüder davon dann eben sowieso besser.
Okay, dann machen wir halt noch ein bisschen Dirt. Und auch bei der Produktion der, beziehungsweise wenn wir dann halt einen Planter und Harvester haben, beziehungsweise wir brauchen sogar zwei Planter und Harvester, wir wollen das Ganze ja einmal hier unten auch haben, genauso wie auch hier oben, also hier für die Bäume und dafür Weizen, Karotten etc., müssen wir sowieso alles zweimal bauen und die Maschinen selber laufen natürlich auch mit RF-Power, sprich wir brauchen sowieso erstmal viel mehr RF, einmal damit das ja alles ein bisschen flotter geht und einmal natürlich auch damit die anderen Maschinen überhaupt funktionieren können, sobald wir sie denn dann gebaut haben. Okay, dann hauen wir noch einmal die Bäume weg zum guten Abschluss. Das war dann wahrscheinlich das vorletzte Mal, dass wir die von Hand abbauen, denn einmal werden sie jetzt noch wachsen, wenn ich sie nachpflanze. Oder nee, ich pflanze einfach gar nicht mehr nach. Wird gar nicht mehr nötig sein, denke ich. Reiß es mal einfach hier direkt schon weg. Muss nur dann unbedingt dran denken, dass ich nicht alle Sapplinge in Erde verwandle. Das wäre jetzt doch eher unklug dann. Und dann sehen wir zu, dass wir nächstes Mal, wenn ich aufnehme, also nächste Folge direkt, Planter und Harvester endlich hinkriegen. Denn dieser Motor hier, wie gesagt, der ist dann wahrscheinlich schon fertig, der bessere Generator. Und dann gilt es nur noch eben gerade. Nein, keine Sorge, ich werde die jetzt nicht alle noch am Ende der Folge verhauen, alle Sapplinge. Nur die Barrels hier noch einmal voll. Dann haben wir noch ein paar über. Zack, und einer zum allergrößten Notfall ist ja sowieso immer hier in der Truhe noch drin. Aber gut, dann können wir gerade... Oh, das passt ja genau mit den drei Seeds. Dann werde ich die auch einmal gerade noch kurz anpflanzen. Und dann haben wir doch die Zeit auch effektiv noch genutzt. Und nicht verplempert. So, so, so. So, so, so. Okay, gut. Das wäre es dann jetzt aber für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und natürlich nach wie vor Kommentare, was wir denn so machen sollen. Das würde mich sehr freuen und dann bis übermorgen. Tschüss.